Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Van 1974. Wir sind auf dem MSX1. Ich möchte gerne hier etwas laden, auch wenn er sich gerne wehrt. Wir sind tatsächlich bei Winter Games auf dem MSX. Es gibt tolle Leute, die mir erzählen, dieses Spiel gibt es gar nicht auf dem MSX. Das hat mich damals als Kind gewundert, weil ich hatte ein Spiel, was es gar nicht gibt. Da kam dann auch noch dieser komische Quatschtyp da mit dem Hut und mit einer Peitsche und hatte irgendwie so einen komischen Namen, der mich sehr an einen Hund erinnerte, und hat mir das Ding einfach geklaut und mir dafür die Bundeslade in die Hand gedrückt. Nein, dieses Spiel gab es tatsächlich, und es gibt, glaube ich, auch zwei Versionen davon. Einmal eine englische, und es gibt tatsächlich auch eine Version in Französisch. Kann man sich vorstellen, das wird wahrscheinlich wirklich für den europäischen Markt gewesen sein. Und dass die Amis keine Ahnung haben, ist, glaube ich, jetzt auch nicht so intentionell. Ich mache übrigens etwas, damit das wisst, das hängt aber mit dieser tollen Aufnahmemöglichkeit hier zusammen. Ihr seht die B-Seite von der A-Seite. Winter Games kam auf zwei Diskettenseiten bzw. zwei Kassettenseiten. Und die Diskettenfassung ist seltsam, die Kassettenfassung ist seltsam. Die Kassettenfassung ist die, die ich auch kenne. Und die gucken wir uns auch an. Und wir fangen tatsächlich mit der B-Seite an. Ich mache jetzt auch hier die Define Keys. Ich mache alles, was da ist, damit ihr auch hier vollends Rohr alles abkriegt und euch total darüber freut. So. Ich spiele übrigens auf einem MSX1 German, der trotzdem in diesem Game X, Y und Z vertauscht hat. Müsst ihr übrigens drauf achten. Ist total geil. Don't ask. Ist so. Wir sind auf B-Seite, ich sag das ganz gerne. Und hier ist zum ersten Mal fast die B-Seite besser als die A-Seite. Naja, vielleicht nicht ganz. Aber wir fangen an mit Biathlon. So, laden das rein. Dank der Emulation geht das ja recht flott. So, und jetzt könnt ihr mal diskutieren, wie diese Version auf euch wirkt. Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Version. Das ist noch nett formuliert, glaube ich. Ich habe sie damals als Kind gezockt, aber ich war froh, irgendwann mal das Ding auf dem 64er zu haben. Weil, auch wenn das hier in Ordnung geht. Also es gibt definitiv Versionen, die schlimmer sind. Ich meine, gut, über die Sachen, dass jetzt hier die Figur sich zum Beispiel mit der Hintergrundfarbe anpasst, ist ein bisschen seltsam. Vielleicht der erste Camouflage-Biathlet oder so. So der Sam Fischer unter den Biathleten. Von Fritz Fischer zu Sam Fischer ist nicht verdammt weit. Das ist ein Gag, der fiel mir gerade ein übrigens. Ja. Hier übrigens nochmal Grüße an den MS Standard. Peter Angerer, ja, erinnerst du dich, riskant. Und wir gelernt haben. So, mal gucken. Boah, schieß ich wieder grottig. Ja, fünfmal daneben bei fünf Möglichkeiten ist überraschenderweise nicht gut. Ich nehme das mal vorweg. Sonst, grafisch geht das hier, glaube ich, so ganz gut in Ordnung. Ihr werdet auch bei weiteren Disziplinen sehen, die sind in Ordnung und die sind auch spielbar. Und die Qualität von MSX-Kassetten-Games war jetzt nicht so gut. Dafür geht das. Aber es ist definitiv nicht die geilste Version der Welt. Also auf keinen Fall. Aber wahrscheinlich wollt ihr ja noch ein paar andere Winter Games sehen. Ihr seid ja auch irre. Treffe ich heute überhaupt was? Nee. Schieß eine Fahrkarte nach der nächsten. Ja komm, sorry, ich muss nur beschweren, dann treffe ich auch mal. Wobei das natürlich unbedingt nicht gerade eine tolle Quote ist. Es wird auch keine Mörderzeit. Aber ihr seht, das Ding ist spielbar. Das geht auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Nur, wenn man sich die 64er-Version anguckt, die ist dann doch schon um einiges interessanter. Ich glaube sowieso, dass das, glaube ich, die Nonplusultra Winter Games-Version ist. Jetzt haben wir schon einen Puls von 130. Boah, habe ich jetzt unbedingt nicht bei diesem Spiel das Gefühl. Aber. Na? Na? Weiß ich langsam, wie der Hase läuft? Oder war das purer Zufall? Nein, das war purer Zufall. Aber ich. Wie gesagt, die habe ich tatsächlich als Kind gezockt und die habe ich vorher gekannt, bevor ich dann in die 64er-Games kannte. Weil ich hatte den
MSX tatsächlich eher. Der kam direkt nach dem Videopack übrigens. Ich hatte als Kind keinen Atari. Ich musste das alles nachholen. Na, kein Wunder, ne? Da sieht man ja, was aus mir geworden ist. Hätte das Kind mal ein Atari gehabt oder ein NES, dann wäre aus ihm was geworden, aber so, na, von wegen. So, sag mir, das war schlecht, das weiß ich. Und lass mich da raus. Danke. So, nehmen wir Figure Skating. Machen wir ein bisschen. Da habe ich immer damals schon gelacht. Also erstmal habt ihr eine andere Musik. Die geht auch euch total auf den Sender. Ich meine, es ist steuerbar. Ihr seht den Unterschied zur NES-Version. aber ich finde immer geil, den Kopf von der Allen. Da dachte ich mir, das ist so irgendwie. Kennt ihr noch so alte Sachen von der CeBIT, wo irgendwelche Fritzen in irgendwelchen Roboterkostümen und angedeuteten Computermonitoren irgendwas machen mussten? Daran erinnert mich das so. Das sind wahrscheinlich alles gescheiterte Promotoren, die dann irgendwie bei diesem Spiel verhanzt wurden. Und ihr seht, wir haben hier tatsächlich eine andere Musik. Ist das geil? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß gar nicht mal, was wir beim anderen genommen haben. Ob wir den ganzen Scheiß da nochmal haben. So, jetzt muss ich nochmal eine Kombination machen. Ah! So, dreh die um. Damit er nicht stürzt. Schön! War, denke ich, eine gute Leistung. Ja. Wenn man sich die Länder anguckt, dann sieht man, wie alt dieses Spiel ist, ne? Aber ihr seht, ich war eine ganz große Nummer in der DDR. So, Free Skating. Ich mach das hier komplett durch. Ich bin da knallhart. Oh mein Gott. Wer wissen wollte, ob der MSX war, MSX bekannt war für gute Musik? Nein. Nein. Also der hatte keinen SID-Chip. Konami hat viel daraus geholt, weil sie eben zusätzlich dann Yamaha-Chip eingebaut haben, der eine Menge gut gemacht hat. Weil wenn ihr euch so zum Beispiel auch Metal Gear 1 antut, er ist ja nicht so soundtechnisch das Nonplusultra. Das verstehe ich auch nicht, warum es da zum Beispiel keinen SCC-Remix gab. Konami hat ein paar Sachen remixed. Also die haben die, glaube ich, schlag mich für die PlayStation oder so rausgebracht. Wäre, glaube ich, hier auch vollkommen unvorstellbar, dass es hier ein Best-of-MSX-Games gibt. Hat aber Konami gemacht. Natürlich in Japan, klar. Und da haben sie tatsächlich ein paar Sachen remixed. Und wie schon Gia Kung Fu und weiß nicht. Was hatten sie noch? Warte mal, was überlege ich denn noch? Nightmare gibt's in einer Remix-Version. Ich werde euch daher sowieso nochmal ein Re-Let's Play ja kredenzen. Und da nehme ich natürlich den Hans-Soundtrack. Also es gibt schöne Sachen damit. Hier nicht unbedingt. Aber es gibt tatsächlich auch Games für MSX1, die gar nicht schlecht waren. Das muss man auch sagen. Und das Ding hatte auch, ne, klar, Sprachausgabe. Es gibt tatsächlich ein Pac-Man. Oh shit! Sogar richtig witzig. Der brüllt dann auch mal. Oh shit! Und was weiß ich nicht alles. Da gab es schon ein paar schöne Sachen. Aber wirklich die großen Sachen hat Konami gemacht und es gibt auch ein paar gute MSX2-Titel, aber das ist dann wahrscheinlich nur was für die großen Veteranen gewesen. So. Soll ja angeblich auf dem MSX, das habe ich auch noch auf meinem Zettel, das kann ich ja schon mal spoilen, angeblich die beste Final Fantasy 1-Version aller Zeiten geben. Jetzt ist mein Japanisch nicht so gut. Ihr werdet überrascht sein, aber ich werde es sicherlich mal ausprobieren. Für euch. Bob. Mein Freund Bob. Wenn ich mir vorstelle, um wie viel das hier besser schon jetzt aussieht als auf dem NES. Ah, oh, ist das erschreckend. So. Mal gucken, es müsste jetzt sogar die gleiche Strecke sein, die man kennt. Die müsste ich jetzt eigentlich kennen und können. Hoffe ich. Wäre schön. So, und dann versuche ich nämlich gleich mal rumzutricksen.
Das braucht euch jetzt nicht so als ertragen, dass ich irgendwie gleich euch die A-Seite kredenze. Und dann habt ihr nämlich dieses Meisterwerk auch komplett gesehen. So, dann ein bisschen mal ausprobieren. Dann habt ihr nämlich das Ding auch. Ich glaube, es steht tatsächlich bei Wikipedia nicht drin, dass es eine MSX-Version von Winter Games 1 gibt. Ich prangere das an. Aber ich glaube, es gab Summer Games und sowas gab es nicht. Das weiß ich, das hatte ich. Das hatte ich nämlich tatsächlich. Auch das kann ich mal eine schöne Geschichte erzählen. Das wäre heute vollkommen undenkbar. Gut, bei den Steam Bundles oder so oder Humble Bundles ist es ja wieder drin. Aber damals gab es eine Zeit, da gab es dann irgendwelche Sachen, Re-Releases. Und da hatte ich das da mich von. Da gab es dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, bin ich im Ziel? Ich bin im Ziel. Scheiß Zeit, aber ich bin im Ziel. Dann gab es tatsächlich nämlich irgendwelche Releases, so Computer-Hits oder wie die hießen oder so, wo du dann irgend so ein Paket von Tapes hattest, nicht professionell gelabelt oder so. Muss mal gucken, ich habe irgendwo eins nämlich noch gefunden. Mein letztes, glaube ich, irgendwie so. Best of 10 oder irgend so ein Quatsch, wie das irgendwie hieß. Und dann hatte ich nämlich dann auch eine Menge Schrott, aber auch das eine oder andere Gute dabei. Und da war tatsächlich auch bei irgendeiner Compilation Winter Games dabei. Und deswegen hatte ich das. Ist kein Scherz. Da sind auch noch ein paar Sachen drauf gewesen, wo du denkst, hui, richtig gute Sachen. Aber 60% war eigentlich immer grundsätzlich Schrott. Aber mit 40% konnte man tierisch Glück haben sogar. Also deswegen, das hatte ich auch mal. Ja, dann würde ich sagen, ich setze jetzt hier für mich einen Cut. Braucht euch jetzt nicht zu interessieren, dass ich mich jetzt schlitze. Boah. Die Witze werden immer schlechter, glaube ich. Das könnt ihr ändern, indem ihr viel guckt. Denn mit vielen Views gibt's auch viele gute Witze. Ah, ich glaube, irgendwann bin ich doch Gagschreiber für Mario Barth. Ich ende irgendwo so. Auf jeden Fall kriegt ihr jetzt die A-Seite. Ich setze jetzt einen Cut und dann schneide ich das zusammen und dann seht ihr das. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder auf der Seite. Ah. Wir sind auf Seite A. Was ganz interessant ist, Seite A ist in der französischen Version Seite B und B ist Seite A. Ne, macht Sinn. Wir sind jetzt hier auf dem französischen Image. Das eine waren Kassetten-Images, das ist jetzt ein Disk-Image. Ja, weil das andere irgendwie nicht rennt. Frag mich nicht. So, machen wir Hotdog. Die Musik wird ein bisschen wiedererkennen. Aber die Animation. Ich spiele nie mit dem Teletubby oder so. Warte mal, vielleicht kriegen wir das tatsächlich hin. Kann ich nicht wegdrücken? Nee, dieses Feature haben sie natürlich nicht eingebaut. Nee, ist klar. Muss man das komplett in die ganze Schmach angucken. Jetzt aber. Wat? Das war doch gut. Hör doch mal auf hier. Quatschkopf. Komm, dann machen wir nochmal. Wie kriegt man denn hier 10-0? Aber ihr seht, es ist spielbar. Ja, aber nicht großartig. Ja, passt doch, ist doch auch die Reihenfolge gut. So, Speedskating, jetzt bin ich mal gespannt. So, mal gucken. Das müsste jetzt aber wieder Rhythmus sein. So. Das dürfte passen. Ja, das passt. Die Anzeigen finde ich natürlich super. Das sieht natürlich total professionell aus. Hat was, als wäre es theoretisch auf dem Taschenrechner programmiert worden. Ihr seht aber jetzt schon, warum bei manchen Leuten das ja eher die B-Seite ist als die A-Seite. Ich finde die Disziplin jetzt auch nicht großartig. Auch das ist spielbar, ohne Frage, aber fand ich mal anderes. Mal gucken, wie jetzt gleich Skispringen ist. Das weiß ich gar nicht mehr, ob das gut ist. Aber auf jeden Fall, hier haben wir schon mal die Entfernung, wie wir es auch haben und nicht wie bei der NES-Version, wo ich denke, die sind, wie kann man sowas daneben setzen? Die Distanz nicht hinzukriegen, muss ja verdammt schwer sein, irgendwie, sagt man. Wir kommen zum Abschluss. Ihr seht übrigens, dass wir hier keine Opening Ceremony oder sowas haben, ne? Haben sie sich geklemmt. So. Mal gucken. Okay, das war nicht gut.
Das nehme ich vorweg. Das ist nicht gut. So. Alter! Wie lange muss ich ihn denn drücken? Ist ja vollkommen anders. Okay. Länger drücken. Okay, das war, denke ich mal, für den ersten Versuch gar nicht so schlecht. Doch, war's. Okay. Also, länger vom Schanzentisch. Neun. Kriege ich nicht irgendwie was Anständiges hin? 216 ist schon besser. Aber warum kriege ich nur 16 Style Points? Also, ihr seht natürlich, das System hat natürlich mit dem heutigen Skispringen nicht mehr wirklich was zu tun. Der war besser. Der war besser. Ja, alles, was über 218 ist, ist schon gar nicht so schlecht, kann ich euch sagen. Da habe ich ja beim 7800er irgend so Fabelwerte hingelegt. Ja, gut, der war vollkommen kacke. Komm, machen wir nochmal einen. Vielleicht, wenn ich dann Bock habe, nochmal einen Sprung, dann reicht das auch. Dann habt ihr auch Winter Games auf dem MSX überlebt. Ja. Es hat euch wahrscheinlich total bereichert. Ja, na, kloppt. Dann machen wir noch ein einziges Mal, komm. Ja, das war ja ganz schlecht. Das war ja gar nichts. Besser, aber noch nicht der Beste. Egal. Haben wir auch Skispringen hinter uns. Ja, das war Winter Games auf dem MSX. Alle sieben Disziplinen. Also immerhin gibt es hier alle sieben. Und ich denke, sie sind auch jetzt nicht total daneben umgesetzt. Grafisch ist es jetzt nicht unbedingt ein Meilenstein. Auch vom Gameplay nicht. Biathlon ist okay. Selbst die Eiskunstlauf-Geschichten sind auch okay. Bob, habt ihr gesehen, ist spielbar, haut uns aber nicht um. Hotdog ist vielleicht nicht so super umgesetzt. Speed Skating kann man spielen, wirkt nur ein bisschen lahmarschig. Und Skispringen geht wieder in Ordnung. Ist also sicherlich nicht die geilste Version von Winter Games, aber ist jetzt auch nicht totaler Rotz. Aber eben, wie schon gerade, was ich am Anfang gesagt hatte, ist es sehr ambivalent. Ja. Ich habe es damals gespielt. Ich wusste es ja nicht besser. Ihr könnt das besser machen. Aber egal, es gibt Winter Games auf dem MSX. Das wollte ich euch mal einfach zeigen. Und ja, bin mal gespannt, wie ihr das Ding findet. Und wer noch andere Versionen kennt, weiß, sonstige. Man jetzt nicht einfach auf Wikipedia gucken, das weiß ich selber. Aber was man sagt, die und die Version muss man unbedingt noch zeigen, dann tue ich das auch noch. Das gleiche können wir auch mit Summer Games und California Games und World Games und so machen. Auf dem NES gibt es ja noch mehr davon. Die sind meistens alle scheiße. Und auf dem Atari 2600 habe ich euch ja noch was schuldig. Da habe ich euch ja damals eine Disziplin unterschlagen. Das werde ich dann deswegen sowieso nochmal machen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten und ansonsten. Ja, gut Schnee oder Skiheil, was auch immer. Sehen wir uns. Bis dann. Tschüss.